Hallo, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um die Wunderwaffe Matcha-Tee. Ja, Matcha-Tee ist mittlerweile immer mehr in aller Munde. In vielen Geschäften oder Cafés gibt es irgendwas mit Matcha-Tee. Ja, was ist das eigentlich? Außer, dass es sauteuer ist. Warum ist es eigentlich so teuer? Naja, Matcha-Tee ist im Grunde genommen grüner Tee. Grüner Tee, das kennt ihr, den könnt ihr aufgießen mit Wasser oder im Teebeutel bekommen. Und Matcha-Tee ist eben nichts anderes. Das sind eigentlich auch nur diese Teeblätter vom grünen Tee. Jetzt könnte man sagen, ja, dann kann ich ja den billigen grünen Tee nehmen. Warum soll ich dann diesen teuren Matcha-Tee nehmen? Und überhaupt, ich weiß gar nicht, wie man den macht. Gut, warum ist es so besonders? Der Matcha-Tee besteht auch aus den Grünteeblättern, die geerntet werden. Allerdings vor der Ernte werden die beschattet. Dadurch bekommen die viel mehr von ihren Pflanzenstoffen und von dem Chlorophyll. Das heißt, die Pflanzen sind wesentlich gehaltreicher. Die Teeblätter haben wesentlich mehr Nährstoffe und Wirkstoffe als der normale grüne Tee. Das andere ist dann, dass diese Wirkstoffe nicht ausreichend rauskommen aus der Pflanze, wenn ich nur die Pflanze mit Wasser aufgieße. Das bedeutet, ich habe bei dem Matcha-Tee das ganze Blatt. Und das ist auch schon der Hauptunterschied. Diese Grünteeblätter, die so besonders beschattet wurden, die werden beim Matcha-Tee als Ganzes geerntet. Dann werden die schonend gedämpft, getrocknet und gemahlen. Und dieser ganze Prozess dauert viele Stunden. Also das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Um 30 Gramm Matcha-Tee herzustellen, braucht man 12 Stunden Arbeit. Und das ist auch der Grund, warum das so teuer ist. Und ein guter Matcha-Tee kostet so roundabout 20 Euro bis 30 Euro. Es mag günstigere Varianten geben, aber da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Und natürlich gibt es nach oben keine Grenzen. Es gibt sehr teure, sehr hochwertige Matcha-Tees. Warum ist es so? Der Matcha-Tee braucht eine gewisse Qualität und eben einen gewissen Aufwand zum Bearbeiten. Und das kostet nun mal Zeit und dementsprechend auch etwas Geld. Aber es hält auch ziemlich lange. Ihr kommt mit so einer Dose lange hin. Also vergleichbar vielleicht mit einem guten Kaffee oder so von den Kosten. Aber der Matcha-Tee, ihr erkennt ihn von der Qualität an der Farbe. Der muss hellgrün sein. Und wenn der hellgrün ist, dann ist es in einer hohen Wahrscheinlichkeit ein guter Matcha-Tee. Wenn der so leicht bräunlich wird oder ist beim Einkaufen schon, dann ist der schon oxidiert, dann ist der nicht gut, dann braucht ihr den nicht mehr trinken. Dann ist der auch nicht mehr gesund. Was sind jetzt die gesunden Stoffe? Allem voran ist das Tein, das ist gleichzusetzen mit dem Koffein, aber es ist nicht gleich Kaffee. Das Tein im Matcha-Tee oder auch im grünen Tee wirkt anders. Der Kaffee, das Koffein im Kaffee ist an eine Substanz gebunden, die sich im Magen ablöst, in der Magensäure, und dadurch wird das Koffein im Magen schlagartig auf einen Schlag frei und ihr seid so circa 20 Minuten nach dem Kaffeekonsum, seid ihr wieder wach. Und allerdings hält das nur eine gewisse Zeit an und dann sinkt ihr wieder runter von der Wachheit, vom Konzentrationsgefühl und braucht den nächsten Schub oder ihr seid einfach todmüde. Und das bleibt beim grünen Tee aus, denn dort ist das Koffein an eine Substanz gebunden, die erst im Dünndarm sich ablöst. Und diese Ablösung im Dünndarm sorgt dafür, dass es schonend und langsam geht und man es gar nicht so merkt. Man kriegt nicht so diesen Hallo-Wach-Knall-Effekt, sondern es ist eine langsame Steigerung und dann bleibt es aber auf dem Level über mehrere Stunden und sinkt langsam wieder runter. Ihr habt also nie das Gefühl, in ein Loch zu fallen durch den Konsum von Matcha-Tee. Matcha-Tee ist normalerweise von der Zubereitung ca. 1 Gramm Matcha-Tee auf roundabout 80 Milliliter Wasser und es entspricht von der Koffeinmenge in einem guten Espresso. Also, dass ihr es ungefähr einschätzen könnt, aber es wirkt eben anders. Aber all die positiven Eigenschaften, die man über Koffein kennt, die hat eben der Matcha-Tee auch. Also gerade so diese ganzen gehirnprotektiven Eigenschaften, Anti-Alzheimer-Eigenschaften, da gibt es mittlerweile zahlreiche Studien, die zeigen, dass man Alzheimer durch Koffein verhindern kann. Und das ist eben möglich, wenn man das mit grünem Tee macht. Das andere, was spannend ist, dass Kaffee tatsächlich Mineralien ausschwemmen kann, vor allen Dingen Phosphor. Das macht der grüne Tee oder der Matcha-Tee nicht. Auch das ist wiederum ganz wertvoll. Eine andere Substanz in dem Matcha-Tee ist das Theanin. Theanin ist eine Aminosäure, die wirkt im Gehirn und sorgt dafür auf der einen Seite, dass wir wacher und konzentrierter sind, aber auf der anderen Seite auch, dass wir uns glücklich fühlen. Also es ist so ein bisschen so ein Happy.
Happy-Gefühl, so ein Happy-Feeling durch Theanin. Und es hat auch wieder, ist auch wieder bekannt mit verschiedenen Studien, dass es eine Wirkung hat gegen Alzheimer, gegen Demenz und andere neurologische Erkrankungen des Gehirns. Also auch eine wertvolle Substanz. Dann ist drin Kalium und Calcium und ein Bestandteil im Matcha-Tee, der ganz besonders wichtig zu erwähnen ist und der für mich auch den wichtigsten Punkt in diesem Getränk ausmacht, das sind die Katechine. Das sind bestimmte Pflanzenstoffe, die dort enthalten sind. Und allem voran ist ein Katechin ganz wichtig, und zwar das Epigallocatechin-Galat. Das ist das EGCG, und das hat eine Riesenwirkung auf unser ganzes Biosystem, auf das Immunsystem. Es sorgt dafür, dass bestimmte Faktoren ausgeschaltet werden, die krebserregend sein können. Es aktiviert unsere Immunfähigkeiten und es hilft, dass bestimmte Alterungsprozesse in der Zelle gestoppt werden. Also das hat mich sehr begeistert, als ich das mal erfahren habe. Ist ein Grund mit, warum ich wirklich jede Tasse genieße. Ihr solltet am Tag maximal 1 bis 2 von diesen Matcha-Tees trinken. Üblich ist ein Matcha-Tee und sehr gut ist die Uhrzeit so um die späte Vormittagszeit herum. Das hat was mit dem Biorhythmus zu tun. In der Regel ist es so, dass wir morgens, wenn wir aufwachen, einen hohen Cortisolspiegel haben. Das heißt, der Körper ist per se erstmal wach. Und das sollte ja auch bleiben, ungestört. Und in diesen hohen Spiegel muss man jetzt nicht auch noch irgendwas Aktivierendes hineingeben. Das reicht, wenn der Körper das alleine schafft. Und dann kommt aber so die späte Vormittagszeit. Und da geht der Körper dann allmählich in eine Phase über, wo er weniger Cortisol hat. Und im Nachmittag dann wieder mehr Melatonin bildet, sodass ihr langsam, aber sicher inaktiver und müder werdet. Wenn ihr jetzt aber sagt, ihr möchtet um 14 Uhr, 15 Uhr noch frisch und wach sein, dann macht es Sinn, so zwischen 11 und 12 so einen Matcha-Tee zu trinken. Und dann baut ihr euch über den Nachmittag so langsam auf, sodass ihr dann noch leistungsfähig und konzentrationsfähig seid. Aber das macht ihr individuell, so wie ihr das Bedürfnis habt. Hattet ihr mal eine schlechte Nacht, habt nicht gut geschlafen, könnt ihr das Ding auch morgens trinken. Das ist natürlich alles möglich. Ja, ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, wie man so einen Matcha-Tee macht. Dafür nehme ich euch jetzt einmal mit rüber. Ja, super. Jetzt seid ihr hier mit bei mir an meiner Matcha-Theke, die ich mir in meiner Praxis aufgebaut habe. Und wir machen einfach mal zusammen so einen Matcha-Tee. Das eine, was ich habe, ist so eine Schale. Ich habe mir einmal so eine Matcha-Schale gekauft. Es wird theoretisch auch mit jeder anderen Tasse gehen wahrscheinlich, aber die Form ist optimal für diesen Matcha-Besen. In diese Schale kommt dann ein bisschen was von dem Tee rein. Dieser Tee sollte eben so eine hellgrüne Farbe haben und es gibt dann diesen Löffel dafür. Der ist ganz gut, weil der Tee dort nicht so kleben bleibt. Das hat was mit der statischen Ladung zu tun. Man könnte aber auch jeden anderen Löffel nehmen. Ich mag halt diesen Bambuslöffel. Und ich nehme mal so 2 Löffel davon. Einmal und zweimal. Das ist meine Teemenge, die ich brauche. Das entspricht ungefähr 1 Gramm. Dann kommt da rein ein kleines bisschen kaltes Wasser, nicht viel. Und jetzt wird mit dem Besen diese Menge, die ihr da seht, mit dem Pulver, erstmal so ein bisschen verteilt, sodass es so eine homogene grüne Flüssigkeit gibt, dass keine Brocken oder Stückchen drin sind. Es gibt auch so ein paar Matcha-Tee-Experten, die den Tee irgendwie vorher sieben oder so. Ja, kann man machen, aber das dauert alles länger und muss nicht unbedingt sein. Jetzt habe ich das hier so ein bisschen vorsichtig verrieben, noch nicht schnell, sondern einfach so ein bisschen langsam hin und her, sodass das Ganze sich schön verteilt in der Flüssigkeit. Und jetzt kommt heißes Wasser drauf. Es sollte idealerweise so 80 Grad in Summe haben. Ich habe das mal nachgemessen mit dem kalten Wasser und dann kochendes Wasser, kommt man so auf 60, 70 Grad etwa. Das ist optimal, damit die Bestandteile aus dem Tee bzw. dem Matcha-Tee nicht kaputt gehen. Das ist jetzt so von der Menge her ca. 80 ml. Und jetzt entsteht das Schöne. Jetzt muss man das mit diesem Besen so behandeln, indem man so hin und her wuschelt. Und dann entsteht hier so eine Schaumkrone. Es dauert eine Zeit, bis man den richtig schönen Schaum hat. Wichtig ist, wenn es nur die großen Blasen sind, dann reicht es noch nicht. Es muss am Ende dann so eine kleine mit dünnen Bläschen sein, eine kleine feste Schicht. So, schauen wir uns das mal an. Ja, das sieht gut aus. Das ist der fertige Matcha-Tee. So sieht er aus. Kommen wir mal näher. Einer hellgrünen Farbe. Ja, wunderbar. Und so kann man den trinken. So ist er fertig. Jetzt habt ihr gesehen, wie man so einen Matcha-Tee zubereitet.
In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke nebendran und wenn ihr Lust habt, kommt auf unsere Website und tragt euch ein für unseren Health Report, der regelmäßig kommt mit guten Informationen. Ich wünsche euch alles Gute in meinem Namen und im Namen der Praxis Family. Ciao, ciao!